whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Heute befinden wir uns bei der Firma Stölzl-Lausitz und dort werden wir sehen, wie das neue whisky.de Glas entsteht. Das Glas ist genauso wie das erste whisky.de Glas ein Kristallglas, jedoch diesmal in industrieller Fertigung. Alles beginnt bei 1700 Grad in der Glaswanne. Hier wird Quarzsand, Soda, Pottasche und Kalk mit Scherben aus der Produktion geschmolzen und durch diese großen Gasbrenner so weit verflüssigt, dass es bearbeitet werden kann. Der erste Schritt der Produktion ist das Portionieren des Glases. Anschließend wird es in der Blasmaschine, diesem Karussell hier, in den verschiedenen Werkzeugen, den Blasformen, in Form gebracht. Diese Werkzeuge müssen regelmäßig getauscht werden und werden auch während des Produktionsschrittes stark gekühlt, da sie sonst die Temperaturen des Verarbeitungsvorgangs auf Dauer nicht aushalten würden. Und hier sehen wir nun die fertigen Rohlinge unseres Whiskyglases. Gleichzeitig werden auf einem anderen Karussell, einer Presse, die Bodenplatten gepresst und durch diese Gasbrenner auf Temperatur gehalten. Bei dem Ziehen des Stieles und dem Verbinden von Boden und Deckel handelt es sich um ein Hightech-Verfahren und die Firma Stölzl-Lausitz ließ mich leider dieses Verfahren nicht filmen. Hier sehen wir jetzt die Gläser, wie sie aus dem Ofen kommen. Dieser Ofen ist ein Abkühlofen, in dem das Glas langsam abgekühlt werden. Wenn das Glas schnell abkühlen würde, würden sich Spannungen bilden und das Glas würde springen. Nach dem Ofen werden die Gläser wieder auf ein einzelnes Transportband gelegt und dann weiter verarbeitet. Die Gläserrohlinge werden abgetrennt und nun haben wir eigentlich ein fertiges Glas. Durch das Abtrennen entsteht eine sehr, sehr scharfe Kante. Erst wird die Kante geschliffen und dann wird die Kante nochmal aufgeschmolzen, um einen sehr angenehmen Rand zu erstellen, der zum Trinken geeignet ist. Der letzte Schritt ist eine Endkontrolle, in der überprüft wird, ob es irgendwelche Verunreinigungen oder sonst Beschädigungen gibt, und wenn ein Glas schlecht ist, dann geht es wieder zurück in den Ofen. Und wer jetzt Lust auf so ein Glas bekommen hat, der schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei.